Wird Grogu zum bösen Sith und löst Andrew Garfield Tom Holland ab? Worum es geht, das erfahrt ihr jetzt in den Flips News. Die Themen der Woche. Moonfall. Was taugt der neue Emmerich? Dinos laufen Ski. Batman goes Multiverse. Obi-Wan Update. Endlich GTA 6 News. Und Google gibt Gaming auf. Flips wird im Februar unterstützt von den Flips Guardians. Rygar the Beast Joke. Dennis Rath. MJ85. Drago. Ignomi 1. Ronson 182. Black Shadow. Deconi. Svafnirson. Nanoska. Dark System. Tony Bart. Daniel Schuh. Der Twaslöper. JFK Faker. T-Unit CB. Black Hand Touch. Und Luca Comments. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Flips Supporter werden ist ganz einfach auf Patreon oder PayPal. Wenn jeder Abonnent uns nur 1 Euro spenden würde, wäre Flips fürs ganze Jahr finanziert. Bartz liegt leider flach zwischen den beiden Strichen. Deswegen war es auf Insta auch etwas ruhiger diese Woche und wir wollten heute keine gemeinsame Aufnahme riskieren. Aber trotzdem gibt's die Flips News. Sorry, dass sie etwas kürzer sind als gewohnt, aber bitte richtet Bartz mal gute Besserung unten in den Kommentaren aus, damit er bald wieder ganz fit ist. Moonfall startet am kommenden Donnerstag in den Kinos und ja, Roland Emmerich lässt mal wieder die Welt untergehen, wie nur er es kann. Dieses Mal ist der Mond schuld, denn der verlässt seine Umlaufbahn und droht auf die Erde zu knallen, was für die Bewohner eher so mittelgut ist. Zum Glück gibt's wie bei Independence Day damals ein paar unwahrscheinliche Helden, die das Schlimmste verhindern sollen. Ja, wenn man Chris Pratt, Josh Gad und Evan Peters bei Wish bestellt, ein paar CGI-Effekte von 2006 dazu wirft und Physik hasst, dann kommt wohl Moonfall dabei raus. Und nein, wir meinen hier nicht die Tricks aus dem Lego-Trailer des Films. Moonfall ist vielleicht der beste Schläferz-Kandidat der letzten Jahre und wirklich so doof, dass er wieder Spaß macht. Und ja, er macht Spaß. Moonfall ist ein Film, den man sich bewusst ansieht, wenn man Bock auf abgedrehten Trash hat, der trotzdem unterhält. Wahrscheinlich ist das Drehbuch 1998 hinter den Kühlschrank gefallen und Emmerich hat es beim Aufräumen 2020 gefunden und gesagt, riech mal, ist das noch gut? Das ist nicht für jeden was und die Kritiker haben schon recht, wenn sie sagen, dass es kein guter Film ist. Aber wer weiß, worauf er sich einlässt, der kann hier dennoch 2 spaßige Stunden erleben. Apropos mieses CGI. Jurassic World 3 startet im Sommer, doch Universal bemüht sich jetzt schon, den Hype anzufachen. Passend zum Start der umstrittenen Olympiade in China gab es jetzt einen neuen Spot, der ein paar Skiathleten zeigt, die unerwartet mit Dinos konfrontiert werden. Denn wir wissen ja, dass am Ende von Jurassic World 2 ein paar der Viecher ausbrechen konnten. Nette Idee, deren Umsetzung aber selbst für einen TV-Spot ziemlich billig getrickst war und uns spontan an das Finale von Pierce Brosnans letzten Bond-Film erinnerte, der ähnlich gute Effekte hatte wie der Dino-Trailer hier. Hoffen wir mal, dass die Effekte im Film dann besser aussehen. Seid ihr trotzdem gespannt auf Teil 3 von Jurassic World? Sagt es uns. DC liefert ja derzeit die größtmögliche Abwechslung bei Superhelden, vom Arrowverse über die geniale Peacemaker-Serie bis zum kommenden Batman Standalone-Film, der wiederum eine Spin-Off-Serie rund um den Pinguin bekommen wird, in dem wieder Colin Farrell die Hauptrolle spielt. Und Robert Pattinson verriet jetzt im Interview mit Total Film, dass auch sein The Batman eine Fortsetzung bekommen wird, was ihn völlig verwundert hätte, weil der Film eine so völlig andere Stimmung hätte als alle bisherigen Batman-Filme. Deswegen hätte es sich fast unpassend angefühlt, dass der Film mit einem Teaser des nächsten Films enden würde. Und während das also festzustehen scheint, dürfen wir das letzte Woche auch wieder diskutierte Sequel zu Joker mit Joaquin Phoenix wohl weiterhin als Gerücht ansehen, auch wenn Seiten wie Heroic Hollywood steif und fest behaupten, sie wüssten aus geheimen Quellen, dass schon 2023 mit dem Dreh begonnen würde. Und ja, angesichts der unterschiedlichen Zeitstränge scheint es auch unwahrscheinlich, dass Joaquins Joker bei The Batman 2 als Villain auftauchen könnte. Außer wenn es wirklich ein Gigantum-Multiverse-Mashup bei DC gibt, was er nicht völlig auszuschließen ist, denn immerhin erwartet uns dieses Jahr ja auch der The Flash-Film mit Ezra Miller, den wir zuletzt im Snyder Cut gesehen haben. Miller schien sich diese Woche über den Hollywood Reporter lustig zu machen, der schrieb, Ben Affleck würde im kommenden The Flash-Film das allerletzte Mal Batman spielen. Der Film spielt ja in unterschiedlichen Universen und wird unter anderem Michael Keatons Bats zurückbringen. Interessant ist, dass Ezra Miller die Worte allerletztes Mal unterstrich und dazu hahaha schrieb. Weiß er etwas, was wir nicht wissen? Hat Ben Affleck doch noch weitere Auftritte als Batman geplant? Was hat das zu bedeuten? Darf Zack Snyder doch noch ein Sequel drehen? Könnte er mit Pattinsons Bats zusammentreffen? Kommt es zum DC-weiten Mash-App? Wird jeder einzelne Film in Zukunft Teil eines gigantischen Multiversums, bis unsere Welt aussieht wie in Ready Player One und Space Jam 2? Und vor allem, wollen wir das überhaupt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ach ja, und apropos Multiverse, Tom Holland hat ja kaum den Pressezirkus zu Spider-Man No Way Home überstanden, da promotet er auch schon seinen nächsten Hit. Uncharted, in dem er den jungen Nathan Drake spielt. Dabei ist er drollig wie
immer, wenn ihm ein Reporter zum Beispiel live mitteilt, dass No Way Home kurz davor ist, Avatars Einspielergebnis zu toppen und Tom es kaum fassen kann. Und während wir sehr gespannt auf Uncharted sind als riesige Fans der Games, hängt der Fokus weiterhin auch auf Spidey. Und da überraschte Tom mit der Aussage, dass er noch nichts Genaues wüsste, ob sein Spider-Man wirklich wiederkäme. Trotz der Aussagen von Amy Pascal, die bereits von einer weiteren Trilogie mit Tom redete. Er meinte, ja, derzeit reden wir darüber, aber noch wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht. Sony und Marvel würden Ideen wälzen, aber er habe keine Ahnung welche. Was er aber sofort unterstützen würde, sagte er in einem anderen Interview mit Digital Spy, wäre ein dritter Amazing Spider-Man-Film mit Andrew Garfield, der ja kürzlich mal wieder ins Gespräch gebracht wurde. Er würde sich extrem darüber freuen, wenn das klappen würde, sagte Holland. Gerade nach den Entwicklungen von Garfields Peter in No Way Home wäre es super spannend, ihn nochmal in einem eigenen Film zu erleben. Klingt fast nach einem Spider-Overkill in den kommenden Jahren, aber wir freuen uns erstmal auf die animierte Version diverser Spider-Männer, wenn Across the Spider-Verse Teil 1 dieses Jahr startet. Wie viel Spidey wollt ihr noch? Sagt es uns. Serien. Obi-Wan kommt zurück. Ewan McGregor wird erneut den ollen Jedi-Meister spielen. Hayden Christensen wird als Darth Vader bzw. Anakin dabei sein. Und wir sollen endlich erfahren, was zwischen Episode 3 und 4 so passiert ist. Das alles wussten wir seit einer ganzen Weile. Nur wann, das war bisher die große Frage. Und die ist jetzt wohl aus Versehen beantwortet worden. Denn ein führender Disney-Mitarbeiter namens Brandon Sanjuani hat sich vertweetet. Er schrieb, niemand anderes als Obi-Wan wird Hello There sagen. Auf Disney Plus im Mai 2022. Das sorgte natürlich für Aufregung und kurz darauf war der Tweet wieder gelöscht und das Twitter-Konto auf privat geschaltet. Ups. Laut Screen Rant, dem Hollywood Reporter und anderen wurde die Meldung von ihren Kontakten bei Lucasfilm bestätigt, was auch dazu passen würde, dass im Mai ein neuer Obi-Wan-Comic erscheint. Und nicht zu vergessen, der Star Wars-Tag May the 4th ist dieses Jahr ein Mittwoch und das ist ja schon seit einer Weile der Tag, an dem neue Serienfolgen starten. Wäre also der perfekte Starttag für eine neue Star Wars-Serie. Dagegen würde sprechen, dass an dem Tag auch das Finale von Moonlight laufen sollte, die am 20. März startet und bei wöchentlichem Release je einer Woche genau am May the 4th beendet wäre. Aber vielleicht startet Disney ja auch mit einer Doppelfolge. Denn das Datum scheint einfach zu gut zu sein und Disney muss sich anstrengen, den Hype laufen zu lassen und schafft es ja derzeit immer genau eine große Serie tröpfchenweise zu releasen, dass Zuschauer motiviert bleiben, ihr Abo zu behalten. Also erst Boba Fetts Finale, dann Moonlight, dann Obi-Wan, dann She-Hulk und so weiter. Es sieht also so aus, als könntet ihr euch auf den Mai freuen. Doch zuvor gibt's ja noch die aktuelle Star Wars Serie und die hatte bisher keinen so smoothen Flug wie Mando. Nachdem Boba Fett ja die Fans und Kritiker etwas polarisiert hat, muss das Finale nächste Woche wirklich gut abliefern. Dutzende Memes grassieren ja über die Show, die sich so wenig für ihre Hauptfigur zu interessieren schien, dass sie zwischendurch einfach mal zwei Folgen von Mandalorian gebracht hat, was selbst bei Fans für ordentlich Spott gesorgt hat. Und wenn wir uns ansehen, was jetzt wirklich unterm Strich passiert ist in der ganzen Staffel, dann bleibt leider nicht so richtig viel übrig, außer die üblichen Memberberries, die uns Dave Filoni als Fanservice hinwirft. Irgendwann wird es aber nicht mehr reichen, den Zuschauern nur alte Figuren und bekannte Momente zu zeigen, denn es braucht doch sowas wie eine richtige Story, die über Kennste hinausgeht. Dass die interessanteste Frage sich auch nicht um die Hauptfigur dreht, sondern um Grogu, aka Baby Yoda, ist ja bezeichnend. Könnte Grogu evil werden? Schon in früheren Folgen von Mandalorian gab es Hinweise darauf, dass der moralische Kompass des grünen Zwergs nicht wahnsinnig gefestigt ist und auch Luke zweifelt in der letzten Folge ja daran, dass er zum Jedi taugt. Andererseits ist natürlich auch fraglich, ob der harte Kodex der Jedi, das Abschirmen von Freunden, Familie und dem früheren Leben, wirklich so erstrebenswert ist oder doch nicht eher dazu beiträgt, empathielose Leute heranzuzüchten. Was wir spekulieren dürfen, Grogu wird vermutlich nicht bei Luke bleiben und auch nicht zum Sith werden, weil es wäre ja schon sehr seltsam, wenn Luke das in Episode 8 und 9 nie erwähnt hätte, dass er neben Kylo noch einen anderen Schüler hatte, der mega evil wurde. Und da Mandalorian vom Zusammenspiel von Mando und Grogu lebt, ist wohl klar, dass die beiden wieder vereint werden, was den ganzen dramatischen Abschied am Ende von Staffel 2 dann etwas overdramatic wirken ließe, wenn Grogus ganze Ausbildung am Ende nur sowas wie ein Sommercamp bleibt. Was denkt ihr, was passiert und was erwartet ihr euch vom Finale von Boba Fett? Sagt es uns da unten. Endlich! Wer viele Serien und Filme anschaut, der kennt das Problem. Euer Weiterschauenreiter sieht aus wie das Kinderzimmer nach Halloween. Dutzende angeknabberte Sachen, die nicht ganz gegessen sind. Ab sofort hat Netflix jetzt endlich die Option eingebaut, dass ihr auch in den Apps die Serien und Filme entfernen könnt, die ihr garantiert nicht weiterschauen möchtet, damit dort wirklich nur das steht, was ihr wirklich wollt. Warum brauchen Firmen eigentlich immer so ewig für solche Basic-Optionen? GTA 6, das war jahrelang sowas wie der Bigfoot der Games-Industrie. Immer wieder behaupteten Leute, sie haben irgendwas davon gesehen, News erfahren und immer wieder verlief alles im Sande. Denn Rockstar Games konzentrierte sich darauf, GTA 5 zum 100. Mal für irgendeine andere Konsole umzusetzen und GTA Online zu melken. Viele Experten spekulierten sogar, ob es jemals einen sechsten Teil geben würde, nachdem GTA Online als Game as Service ja so enorm lukrativ ist. Doch diese Woche wurden Zweifler Lügen gestraft. Rockstar bestätigte, ja, GTA 6 ist schon in der Entwicklung und
und auf einem guten Weg. Wer sie kenne, wisse, dass sie mit jedem Projekt etwas Neues abliefern wollten, das weit über das hinausgehe, was vorher kam. Schon bald werde man mehr Details verkünden und bedankte sich bei allen für den bisherigen Support. Konkreter wurde es nicht und Game-Journalist Jason Schreier vermutete, man werde demnächst einen Fake-Release-Termin von Herbst 2023 verkünden, der dann irgendwann auf 2024 geschoben würde. Er vermutet, der Grund für den Tease ist jetzt, dass am Montag der neue Umsatzreport von Rockstar-Mutterfirma Take-Two Interactive ansteht und es ist immer gut, die Anleger mit so einer News bei Laune zu halten. Es dürfte also noch zu früh sein, sich zu freuen, aber auf der anderen Seite, wer sich daran erinnert, wie gut Red Dead Redemption 2 war, der weiß, dass sich das Warten trotzdem lohnen könnte. Was sagt ihr dazu? Sagt's uns. Erinnert ihr euch noch an Stadia? Ja, das war die Gaming Revolution von Google, denn eigentlich sollten Konsolen und Power-PCs bald überflüssig sein, weil alle Games in bester Qualität direkt im Stream gezockt werden können. 2019 war der Dienst mit großem Trara gestartet, konnte die Gamer aber nie wirklich überzeugen. Zu teuer, zu durchwachsene Qualität und Reaktionszeit und nur wer wirklich gutes Internet hatte, konnte es überhaupt nutzen. Ganz zu schweigen davon, dass sich viele Fans schwer damit anfreunden konnten, Spiele zu kaufen, die genauso teuer wie immer waren und die nur funktionieren, wenn sie Netz haben. Google ist ja bekannt dafür, Projekte zu starten und wenn sie nicht sofort ein Hit sind, schnell einschlafen zu lassen. Der Internetfriedhof der eingestellten Google-Projekte ist riesig und es sieht so aus, als würde Stadia bald dazugehören. Laut dem Business Insider wurde Stadia intern bei Google runterpriorisiert, nachdem schon letztes Jahr das einzige Game-Studio von Google dicht gemacht wurde. Der Teamleiter von Stadia, Phil Harrison, hat seit 2020 nichts mehr über Stadia getwittert und wird mittlerweile nur noch als VP bei Google geführt, was auch dafür spricht, dass das Produkt wohl bald verschwinden wird. Die Stadia-Technologie wird weiterleben, aber Google bietet sie derzeit anderen Studios als Service an. Sie setzen also wohl darauf, zukünftig eher Service-Provider zu sein für Game-Studios, die Streamplay anbieten wollen, anstatt selbst mit Stadia so einen Dienst zu vermarkten. Laut dem Bericht versucht Google die Technik unter dem Namen Google Stream Kunden wie Peloton, Capcom und Bungie schmackhaft zu machen. Besonders aufhorchen lässt der Name Bungie auf der Liste, denn das Studio, das Destiny produziert, wurde ja letzte Woche für 3,6 Milliarden von Sony aufgekauft, die bisher ja mit PlayStation Now ihren eigenen Game-Streaming-Service haben, der aber gerade neu ausgerichtet wird. Könnte da vielleicht eine neue Allianz zwischen Sony und Google entstehen? Noch ist das nicht mehr als Spekulation, aber eines ist wohl sicher, Stadia als Marke wird es wohl nicht mehr lange machen, auch wenn die Technik weiterlebt. Nutzt ihr Streaming-Gaming, zum Beispiel im Game Pass, und wie gefällt es euch? Sagt es uns da unten. Danke wie immer an die Flip-Supporter, die es erst möglich machen, dass wir euch Flips bringen können. Die Timelords hier, die Patroni, die Junior Guardians, Guardians und Padawans, die uns durchs trübe Frühjahr weiter unterstützen. Wenn du dazugehören willst, schließ dich der Flips Family an und klick dich jetzt auf Patreon und sichere dir T-Shirts und Mugs mit unserem neuen Design von Comic-Künstlerin Kati Knitt. Klick dich jetzt rein und wirf uns auch per Danke-Button oder PayPal ein paar Euro Trinkgeld in den Hut. Und dank wie immer an jeden, der ein Abo da lässt, uns teilt und weiterempfiehlt. Das hilft auch sehr. Vergesst nicht, dem Batz ein paar Genesungswünsche in die Kommentare zu schreiben. Und ich wünsche euch auch im Namen von Batz, bleibt gesund und eine schöne Woche. Nase läuft.